Hallo ihr Lieben, wir sind im ersten Petrusbrief, standhaft im Sturm. Wir haben gestern nach einer längeren Zeit angefangen und haben den Fokus gelegt, nicht uns formen zu lassen von den Begierden, sondern die Heiligkeit anzustreben. Und wir sind schon heilig in Jesus positionell, aber unser Wesen muss noch verändert werden, unsere Gedanken, unser Gefühl, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und jetzt geht es weiter in Vers 17. Wenn ihr denn als Vater anruft, den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als ein makelloses und unbeflecktes Lammes. Wir haben hier erstmal zwei Identitäten Gottes. Gott, der Vater und der Richter. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet. Wir haben hier diese Spannung Vater und Richter. Ich erlebe, dass manch einer nur gerne Gott als Papa hat, aber nicht wahrnimmt, Gott ist auch Richter. Und wir werden auch vor dem Gericht sein. Das Wunderbare ist, das große Gericht, da werden wir durch Jesus einfach vorbeigehen. Er wird uns am großen Gericht, weil unser Name im Buch des Lebens steht, einfach vorbeiführen. Halleluja. Danke, Jesus. Wir werden nicht verurteilt. Beim kleinen Gericht, das nennt man den Bema-Sitz oder bei dem Werksgericht, da werden wir beurteilt und belohnt von Gott, wie wir gelebt haben. Da bekommen wir Schätze. Wir lesen in der Bibel Gold oder Silber. Im Vergleich zu, es steht, wenn Sachen aus Holz oder Stroh sind, die werden verbrannt. Also wenn es egoistische Motive hatte. Wir lesen hier, wenn ihr also den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Unsere Identität zum Beispiel ist hier Fremdlinge. Ich finde immer spannend, Gott der Vater und der Richter, wir als Fremdlinge auf dieser Erde, aber seine Kinder. Und es geht weiter um unseren Wandel hier. Es geht weiter um, wie wir reden, wie wir mit Menschen umgehen. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, wenn ihr ihn anruft, wenn ihr mit ihm redet, wenn wir mit ihm eine Beziehung haben, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Wenn wir wirklich eine Beziehung mit Gott haben und wir nennen ihn Papa, Gott mein Papa, mein Vater. Wenn das so ist, wenn Gott dein Vater ist, dann lesen wir auch, führt euren Wandel in Furcht. Furcht, Angst, heißt das Angst? Ich will nur eine kleine Werbung hier machen. Es gibt ein Buch von Natter, überrascht von Furcht. Sehr, sehr gutes Buch zum Thema Furcht Gottes. Und ich will einfach nur anschneiden, es ist nicht eine Furcht, Gott wird mich verdammen, zerstören. Dies wurde weggenommen in der Liebe und der Gnade Jesu. Aber es ist eine Furcht, eine Erkenntnis, Gott ist heilig. Und er sandte seinen Sohn, dass Jesus für mich gestorben ist. Er wurde ausgepeitscht, ausgelacht, verlassen. Sein Blut wurde vergossen. Das ist der Preis, den Gott bezahlt hat, seinen eigenen Sohn zerschlagen zu lassen. Weil Gott das getan hat, gehe ich nicht leichtfertig mit dem Geschenk des ewigen Lebens um. Ich lebe mein Leben nicht so nebenbei mit Gott, sondern weil ich so kostbar bin für Gott, weil er so einen hohen Preis bezahlt hat, denke ich über meinen Wandel nach, sage, okay, gefällt das meinem Papa? Wisst ihr, ich bin verheiratet, ich habe eine wunderbare Frau und es gibt Momente, wo sexuelle oder wie soll ich das sagen, wo Versuchung kommt und der Gedanke, was meine Frau fühlt an Enttäuschung und Verletzung, aber auch Ärger und Wut, sind für mich schützend, dass ich überhaupt gar nicht das tun will. Ich will meine Frau ehren, meine Frau lieben, das Versprechen, das ich ihr und 150 Leuten, die an unserer Hochzeit da waren, gegeben habe, will ich halten. Und das ist auch, also ich nenne es einfach eine gewisse Ehrfurcht vor meiner Frau, vor ihr, nicht weil die mich schlägt und böse ist oder sonst was, darum geht es nicht, aber diese Beziehung, die wir haben, will ich nicht kaputt machen. Weil wir einen Vater haben, der ohne Ansehen der Person, das ist so wunderbar, er guckt nicht, ob du reich oder arm bist, ob du bekannt oder unbekannt bist, ob du in der Gemeinde groß geworden bist
oder erstmal jahrelang in Sünde gelebt hast, Drogen und was auch immer, der guckt da nicht drauf, ohne Ansehen der Person. Wenn du sein Kind bist, bist du sein geliebtes Kind. Halleluja. Er richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Gott guckt nicht auf die Vergangenheit, er guckt auf jetzt. Wir sind seine Kinder. Führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet auf dieser Erde. Weil wir einen guten Papa haben, den wir lieben, wollen wir nicht von den Begierden gestern schon uns kneten, formen lassen. Wir wurden so teuer erkauft und das will ich, glaube ich, einfach heute als Schwerpunkt setzen, dass wir darüber nachdenken, dass wir darüber beten und sagen, Jesus, zeige mir dieses kostbare, es ist mehr als Gold und Silber und sonst was, es ist das kostbare Blut Jesu, makellos und unbefleckt. Das war der Preis, den Gott, der Vater, bezahlt hat durch seinen Sohn, dass wir frei sein können von Sünde, dass wir verändert werden, dass Himmel in unser Leben hineinkommt. Und ich will nicht eine Religion aufstellen hier, du musst gut und gerecht leben und damit Gott dich liebt. Nein, Gott liebt uns durch Jesus. Aber unsere Beziehung zu Gott, unsere Freimütigkeit, unsere Freude, unsere Liebe mit ihm ist in dem, wie gehorsam wir sind. Wenn wir immer in Ungehorsam, in Sünde leben, dann können wir auch nicht frei zu Gott kommen. Unser Gewissen drückt immer wieder. Wir können um Vergebung bitten und er wäscht uns rein. Halleluja. Aber er kann uns vielleicht zum Beispiel Sachen nicht anvertrauen, Dienste nicht anvertrauen, Berufung nicht anvertrauen, vielleicht sogar eine Beziehung nicht anvertrauen, weil wir in Sünde immer leben. Die Gefahr, die ich sehe, dass manch einer nicht über Sünde reden will, weil man will diese Liebe Gottes so groß halten. Und der andere redet über Sünde und Heiligkeit so sehr, dass wir in Gesetzlichkeit hineinfallen und immer nur Gesetz, Gesetz, Gesetz. Das sind halt diese Verse, die ich aktuell lese, die um Heiligkeit gehen. Und manchmal würde ich gerne mehr über die Identität reden oder mehr über Gottes Liebe reden. Aber hier geht es darum, weil Gott uns so geliebt hat, weil Gott so viel bezahlt hat, weil das Blut Jesu so kostbar ist, wollen wir nicht einen Wandel haben wie früher, wie die Welt. Wir wollen einen Wandel haben als Fremdlinge, als Himmelsbürger. Wir haben schon darüber geredet, wir sind Himmelsbürger. Das ist unser Fokus. Amen. So will ich einfach uns weiter mitnehmen, dass wir beten, Jesus, verändere mein Herz, zeige mir, wie kostbar, wie groß dieses Opfer, weil das Opfer, das war heftig, sein Blut. Es war so teuer, dass wir das nicht leichtfertig annehmen. Wenn wir da einfach sehen, wie kostbar es ist, dann sagen wir, weil du das getan hast, will ich aus Dankbarkeit und Liebe für dich leben. Morgen geht's weiter, ihr Lieben, ab Vers 20.